So, Stream sollte eigentlich wieder laufen. Da warte ich noch kurz. Ja, schön. Notfalls hätte ich gesagt, einfach mal F5 drücken. Ich weiß echt nicht, woran das am. Es liegt höchstwahrscheinlich am Spiel, weil jedes andere Spiel hatte ich nie Probleme. Nur bei The Medium. Wahrscheinlich ist das Spiel viel zu krass, dass das Spiel oder dass der PC nicht mehr klarkommt und deswegen das Spiel abspielt. Es ist aber auch. Interessant. Genau, jetzt sind wir wieder hier. Also nochmal. Wir wissen jetzt, dass wir die Tochter von Thomas Rakovich sind. Okay, Marianne, focus. This was your home once. There's gotta be something here. Lily, eventuell unsere Schwester. All burnt up, but I can still make out some of it. Und Is that a dollhouse? How the hell did it survive the fire? ich frage mich halt immer noch, wer ist das Tote oder wer. Es beginnt ja alles mit einem toten Mädchen, aber wer ist das Mädchen ganz am Locked. Anfang? Maybe there's a way to open it. Welche Geheimnisse werden uns noch offenbart? Ich muss kurz gucken, weil ja, jedes Mal. So. Nicht ganz, Theron. Nur ein Absturz und eventuell. Ja, wir wissen jetzt auf alle Fälle, wir sind die Tochter von Thomas Rakovich. Lily oder Lillian dürfte eventuell unsere Schwester sein. Zwillingsschwester vielleicht? Ich weiß es nicht. Und die Frage, die ich mir stelle, ist: Hat Thomas wirklich Lily umgebracht? Oder wer hat Thomas umgebracht, falls es so ist? Wie ist alles passiert? War es vielleicht eine natürliche Auslese? Oder eine. Einfach eine Auslese nach dem Motto, bei wem tritt die Gabe als Medium stärker hervor, um in die Fußstapfen zu treten? Der andere wird beseitigt, nach dem Motto. Okay, hier muss ich was hinstellen, hier muss ich was hinstellen. A family photo. It's sad to see it like this. Left behind. Forgotten. Ein gerahmtes Hochzeitsfoto, okay. Ich werde wahrscheinlich die Bilder in eine bestimmte Reihe. Ich muss wahrscheinlich Bilder finden und die in der richtigen Reihenfolge aufstellen. Another photo. Somehow it feels wrong to just leave them lying around. Really? Was ist da los? Wir haben festgestellt, ein Treiber-Timeout. What the hell? Ich hab doch kurz bevor ich den Stream gestartet habe, nachgeschaut. Aber es gab keinen neuen Treiber. Also, laut AMD Fehlerberichtstool, wir haben festgestellt, dass auf Ihrem System eine Treiber-Timeout aufgetreten ist. Ich schaue mal gerade weiter nach. Oder ein Haufen Sachen. Win 64 Shipping. Hängt aber mit dem Spiel zusammen.
Mal gucken. Auf jeden Fall, das Spiel ist zwar noch so weit offen, aber ich sehe halt meine Maus nicht und ich kann das Spiel auch nicht schließen. Mittlerweile muss ich mir echt keine Gedanken mehr machen, von wegen so, hoffentlich macht das Internet mit. Mittlerweile muss ich mir Gedanken machen, hoffentlich spielt das Spiel mit. Das ist unglaublich. Okay, ich mache jetzt nochmal einen Neustart, guck nochmal nach einem Update und dann... Ja, das mache ich ja die ganze Zeit. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Taskmanager aufrufen? Ich kann den aufrufen, aber da sehe ich dann auch keine Maus. Deswegen, ich fände es seltsam. Auf alle Fälle, ja, bis gleich. Das ist echt unglaublich.